Jo, Servus, Peace und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine kleine Donautalrunde mit einem guten Megatower. Und mit dabei ist noch der Simon. Moin. Moin. Und zusammen gehen wir jetzt nochmal ein paar Trails shredden. Einfach so just for fun. Ich nehme euch mit und später seht ihr noch, was so passiert. Let's go. Ja, dann fahren wir los. Heide. Viel Spaß. Erstmal beim Landen gedroppt. Perfekt. Boah, es ist halt einfach so total trocken und staubig, Alter. Abnormal. Geilo. Boah, Alter, da muss ich echt schon aufpassen, dass nicht zu trocken ist. So, hier wieder ein bisschen kontrolliert da rein, damit wir umsetzen können. Jawohl. So Leute, jetzt sind wir oben beim zweiten Trail-Einstieg, der sich genau hier hinter uns befindet. Ich bin heute mal am Rucksack tragen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich den guten Edwinate-Rucksack trage, aber das erste Mal, dass ich ihn auf einer längeren Tour trage, weil seitdem ich mein Schlüsselbein gebrochen habe, konnte ich keinen Rucksack mehr tragen. Ich dachte, es wird besser, wenn die Platte dann endlich raus ist. Jetzt habe ich die Platte im November rausbekommen, also schon vor einem halben Jahr, und noch immer ist es so, dass Rucksäcke sich nach längerer Zeit einfach scheiße tragen lassen, weil sie einfach hier reiben und irgendwie wehtun. Ich kann es nicht genau sagen, warum, aber es ist einfach nervig und deswegen haben wir heute auch ein bisschen Gepäck dabei. Also das Ding ist full, einfach um mich ein bisschen zu stressen, den Knochen ein bisschen zu stressen, die Haut ein bisschen zu stressen, gucken, ob sie sich dran gewöhnt oder nicht. In der Hoffnung, dass sie sich natürlich dran gewöhnt. Aber ja, jetzt quatsche ich nicht länger und dann fahren wir erstmal den zweiten Trail. Let's go. Zug, geht los. Let's go. Als wäre ich mal taub auf dem linken Ohr. Hey, stimmt. Das ist eine gute Klingel, du. Wobei das wahrscheinlich für die älteren Leute schon wieder zu hoch ist. So, hier wird es ein bisschen mehr Speed, ein bisschen mehr technisch. Und ganz schön rutschig, weil es so trocken ist. Hey, das ist echt abnormal. Das ist fast so rutschig, wie wenn es nass ist. So, und jetzt hier. Top. What the fuck? Ich hab Driften hier die ganze Zeit. Krank. Aber witzig. Hier wird es wieder so eng. Alter. Oh, mitnehmen. Jawohl. Jetzt weiter. Geborgen. Thank you.
oben, genau. Und hier liegen auch noch mal Bäume. Genau. So, und jetzt gehen wir uns ein geiles, steiniges Technikstück. Ich habe richtig Bock. Wieder schön kontrolliert reinfahren. Sich vorher schön seine Leine aussuchen, weil da vorne kommt gleich das miese Stück. Genau hier über den Stein. Und da muss man hier schön sein Schwung kontrollieren. Jawohl, Simon ist unterwegs. Perfekt. Easy going. So, jetzt sind wir wieder oben. Echt richtig im Arsch, hat richtig gut getan, meine Haare noch ein bisschen zu nässen in dem Brunnen. Auf jeden Fall, was ich euch sagen wollte, bei so Wetter immer schön hydrated bleiben, Jungs und Mädels. Immer genug trinken, weil bei so einem Wetter unterwegs zu sein und nichts zu trinken ist tödlich. Und deswegen immer schön stay hydrated. Hi, stay high. Traded. Und dann fahren wir jetzt den guten Roadcap Trail. So, fahren wir mal los. Gucken wir es uns mal an. Mal schauen. Ah, links, Digga. Gucken wir mal, wie es im Roadcap geht. Ob wir es heute springen oder nicht. Alter, ja, jetzt mal komplett die Leine gepasst, egal. Ja, okay. Die Landung sieht gut aus. Hier ist das gute Road Gap. Schon ein geiles Teil eigentlich. Zug ist ready. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Grip. Hey, bra. Heide. Okay, gucken wir mal, sammeln wir mal wieder ein paar Airmeile. Woo! So, ab nochmal. Junge, Junge. So funny. What the fuck? Wie rutschig. Drift. Jump. Boah, Alter. Das ist so staubig trocken hier. Das ist echt tricky zu fahren. Aber nice. Da ist er. Oh, Dornen. So, jetzt gibt es nochmal einen kleinen Kürzen. Und dann gibt es erstmal wieder einen richtig geilen Apfel, Alter. Da haben wir beide richtig Bock drauf gehen. Was ist denn hier los im Dschungel? Aber jo, danach kommt aber auch ein geiler Trail. Und dann haben wir aber auch eine gute Pause noch. Die wird dann wichtig sein. Nein. Ah, Brennnessel, schmeckt sie. Oh. So Leute, jetzt sind wir oben, haben den ersten Teil unseres Echling Uphills geschafft. Jetzt sind wir an der Ruine Falkenstein. Richtig schönes Ding. Lohnt sich auf jeden Fall auch zu besichtigen. Und hier hinten irgendwo im Wald gibt es auch eine Höhle, in der man relativ gut übernachten kann. Und das habe ich dieses Jahr auch noch vor,
Und eventuell nehme ich euch da mit. Wenn ihr Bock auf die Aktion habt, schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Und wir geben uns jetzt diesen Trail hier. Let's go. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass die Kamera passt. Ich habe es nämlich noch nicht einmal kontrolliert, aber ja, haben wir nicht. Müssen wir halt mal vorsichtig sehr Wege wandern. I don't know, wo die sind. Könnte sein, dass hier welche sind. Ach komm, wenn wir hier oben sind, nehmen wir doch die schöne Aussicht mit. Walken wir hier raus. Das wunderschöne Donau da, können wir da gucken. Richtig nice. Ich fühl's. Das ist auch nochmal ein kleiner Teil von der Falkenstein-Ruine. So, und dann fahren wir weiter. Ah, Sticker. Wenn wir fahren wollen, dann wird der schon. Erfahren tun wir sicher nicht. Aber auch so zu laufen ist der schon hart. Die Schalten sind schlechte. Das guckst du ja gar nicht dran. Wenn man Hitze. Servus. Geiler Scheiß. Und jetzt kommt der Apfel. Yeah! Endlich auf dem Schaufelsen angekommen. Simon auch. Und ja, jetzt geben wir uns noch einen kleinen Transfer, ein kleines Transferstückchen. Und dann sind wir endlich an unserem ersten Zwischenspot, Zwischenhalt angekommen. Let's go! Richtig schön geil steinig hier oben. Hier ist es auf jeden Fall auch immer richtig schön. Egal, wo man hier oben Pause macht. So, und da haben wir es dann gleich. Richtig nice. Endlich verdient. Und was wir uns verdient haben, seht ihr gleich. Alter, richtig traumhaft. Mit Gitter. So Leute, jetzt guckt euch das an. Richtig geil. Jetzt wird erstmal ein Feuerle gemacht. Und dann wird Grill. So, Feuerle brennt. So, die großen Brocken liegen jetzt drinnen. Das heißt, wir befinden uns jetzt auf dem Weg zur perfekten Glut. Und ich habe richtig Bock, jetzt gleich mein Essen zu grillen. Regional. Regional aus Tiergarten kann man auf jeden Fall unterstützen, wie man sieht, im Hintergrund Donau da. Die Aussicht haben wir heute auch schon gesehen. Den nette Kerle da. Genau, und wie er grinst, guter Boy. Und natürlich der gute Avenet-Rucksack am Start. Beste Rucksack. Und Simon ist auch am Start. Beste Simon. Let's go. Sind wir hier auf einem geilen Aussichtspunkt. Hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Richtig geil. So geil hier im Donaudal. Barfuß. Beste. Top-Sach. Richtig geil. Macht richtig Bock. So Leute, und jetzt haben sich mein Bruder, der Guy hier und der Julian
der Guy hier zugesagt. Und zusammen fahren wir nach Beuron. Weiter geht's gleich. Let's go. Ja, eben, weißt du. Das kann ja sein, da läuft gleich einer Trail hoch. Der hat es jetzt gehört. Ja, stimmt schon. So, let's go. Der Trail ist frei. Stopp gelegen. Ah. Holy fucking rutschig. Du bist ganz schön zugewachsen, du. Hey, du bist doch. Checken wir mal ab, ob wir hier richtig sind. Jawohl. Ah, der Mie ist im Baum gejumpt. Geil. Das ist ja auch ein witziges Stück. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Wanderer aufpassen. Alter, das ist auch eine geile Rille, die da runter geht, Mann. Hier sieht's gut aus. Jawohl. Überlebt! Alter Falter! Das glaubt doch auch kein Mensch! Oh mein Gott! Ja, weiter geht's! Mit wenig Luftdruck schauen wir das Ding jetzt mal zu Ende hier. Was ist los? Danke Scheiß! So fand ich heute, ich sag's euch. Richtig witzig. Junge! Also geil, Leute, ihr müsst wissen, mein Bruder ist mit einem Hardtail E-Bike unterwegs. Das ist so witzig. Noch einen kleinen Manny zum Abschluss. Und jetzt fahren wir erstmal zum Automaten. Der irgendwo hier ist. Ah, da ist er. Ja, der ist sogar direkt am Trailausgang. Perfekt. Ein Donauradler, der jetzt gäbe. So, Leute, jetzt gab es einen kleinen Zeitsprung. Der Simon trinkt noch sehr gute Buttermilch aus dem Automaten. Und mein Bruder und der Julian haben die Fliege gemacht. Sorry fürs Schwäbisch. Ich switche jetzt mal wieder ein bisschen ins Hochdeutsch, damit die einen oder anderen mich vielleicht ein bisschen besser verstehen können. Wir sitzen jetzt hier gerade vor der Petershöhle. Ich habe versucht, hier reinzukommen.
aber hier hinter mir wurde die Treppe abgesägt, deswegen kann man nicht so gut hoch. Ich musste hier hochklettern. Oben sieht es eigentlich ganz cool aus. Vielleicht blende ich die Story jetzt mal schon ein. Und ja, jetzt sitzen wir hier, machen ein kleines Päuschen, dann fahren wir die paar Meter Trail hier runter, dann haben wir noch ein kleines Verbindungsstück und dann sind wir in Beuron und da endet dann auch schon der gute Tag. Das heißt, wenn euch das Video bis dahin also schon gefallen hat, gebt gerne schon einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Ja, ich hoffe, dass die Aufnahmen bisher fit gegangen sind. Ich habe sie bisher noch gar nicht gecheckt, das mache ich jetzt gleich mal kurz und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich nach der Pause nochmal. Bis gleich. So, jetzt seid ihr auf dem Chesty und jetzt geht's weiter. Übrigens noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr Bock auf einen Lachflash habt, dann ist das Video eventuell das Richtige, wenn ihr das in 05 anschaut. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben, wie es war. Würde mich interessieren. Peace out, jetzt geht's los auf dem Trail. So, let's go. Jetzt wissen sie alle Bescheid, dass wir kommen. Jetzt fahren wir hier ein kleines Stück noch runter. Wie gesagt, schon sind wir auf so einem Zwischenweg. Und dann sind wir gleich in Beuron. Servus, vielen Dank. Ah, Digga, guck mal. Leute, die ganze Zeit suche ich nach der Bank. Und da war sie einfach. Naja, egal. Sachen gibt es manchmal. Die gibt es gar nicht. Aber nur ein kleiner Manny, oder? Manny sind einfach sowas Lustiges. An dieser Stelle, in diesem Hütchen, beenden wir das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Like da lassen. Würde mich natürlich herzlich freuen, wenn ihr noch keine Abonnenten seid von meinem Kanal, aber meine Videos feiert und mich unterstützen wollt, abonniert doch gerne hier unten den Kanal. Würde mich natürlich auch sehr freuen und den Kanal weiterbringen. Wir gönnen uns jetzt erstmal unser isotonisches Sportgetränk und dann starten wir in den Abend hinein, genießen noch etwas die Abendsonne, die hier hinter uns am Untergehen ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen und dann wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, peace ade, wasche.